Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich habe irgendwie ein bisschen verplant, dass hier heute Feiertag ist. Hier ist heute Frohleichnam. Und hier wird es halt irgendwie gefeiert, beziehungsweise hier ist halt alles dicht. Ich wollte gerade zu Penny mir schön Frühstück holen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich was frühstücke. Das heißt, ich fahre jetzt. Also entweder finde ich irgendwie einen Bäcker oder sowas. Oder ich muss irgendwie, weiß ich nicht, zu irgendeinem Imbiss oder sonst was fahren. Aber naja, nützt ja alles nichts. Ich werde mich jetzt irgendwie auf den Weg machen. Ich werde jetzt was raussuchen und dann hoffentlich was zu essen finden. Vor allem, ich wollte heute noch los auf Tour und bräuchte auch dafür noch was zu essen. Aber das wird jetzt ja schwierig. Aber was soll's. Irgendwie kriege ich das schon hin. Eine Ewigkeit später. Jetzt fängt es aber auch ein bisschen an zu regnen. Aber ich sehe gerade, da unten ist eine kleine Hütte. Ich glaube, das ist auch die Hütte, die ich gestern gesehen habe, wo ich aus Versehen diesen falschen Weg gelaufen bin. Ja, doch, das ist die Hütte. Cool. Das heißt, ich bin jetzt wieder an der Walchenklamm, an der Stelle, wo ich gestern über diesen kleinen Trampelpfad rauskam, den ich aus Versehen gelaufen bin. Aber hier kann ich mich gerade kurz unterstellen, das ist auch gar nicht verkehrt. Dann werde ich wenigstens nicht so nass, weil jetzt geht es gerade richtig los. Shit. Aber Glück gehabt, dass ich wieder direkt an der Hütte angekommen bin. So dass ich nicht zu nass werde. Oh, jetzt aber schnell. Naja, wenigstens ein Dach über dem Kopf. Und hier sieht man nochmal die Klamm. Alter, jetzt ist das aber richtig. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sieht. Ja, doch, das kommt schon ganz gut rüber. Alter, das gießt jetzt da richtig in Strömen hier. Aber gut, dass ich jetzt ein Dach über dem Kopf habe. Jetzt kann ich von hier aus ein bisschen weiter planen. Das Ding ist an sich, es ist ja gar kein Problem, durch den Regen zu gehen. Aber ich habe meine Drohne im Rucksack. Und das muss ja nicht sein, ne? Alter, was geht denn hier ab? Was war denn der Scheiß jetzt? Also ich hoffe, es ist nur ein Schauer, Alter. Schaut euch das an. Junge. Oh, was soll der Scheiß, ey? Ich bin hier im Sommer hergekommen. Dachte so, yeah, geiles Wetter. Nein, aber dafür, dass echt ein paar Tage Regen angezeigt wurde, hatte ich echt Glück mit dem Wetter. Da ist so ein bisschen Regen jetzt auch nicht schlimm. Und meistens sind es hier eh nur ein bisschen Schauer. Jetzt müsste gleich ordentlich Donner kommen. Warte. Okay, den Blitz habe ich gesehen, den Donner höre ich nicht. Da ist er. Geil, ey. Gewitter ist schon was Schönes. Aber nicht im Sommerurlaub. Da kann ich auch. Ey, mach mir den nass hier. Scheiße, jetzt sitze ich hier ungünstig. Ja, im Sommerurlaub kann ich drauf verzichten, aber an sich ist Gewitter schon geil. Eine Stunde später. Dann fahre ich jetzt erstmal weiter Richtung Berchtesgaden. Muss mal gucken, ob ich auf dem Weg noch irgendwelche Ziele habe. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas finde. Vielleicht auch ein Lost Place, weil das Wetter ist heute echt nicht so geil. Dann ist ja eigentlich ganz chillig, wenn man mal ein bisschen drin ist. Aber ich schaue gleich erstmal nochmal. Ich esse gleich erstmal noch was und dann gucke ich mal, dann melde ich mich, wenn ich einen Plan habe. Ich bin jetzt mittlerweile im Berchtesgaden angekommen. Für mich geht es jetzt noch einmal auf den Grünstein. Da war ich letztes Mal auf meinem Roadtrip auch. Da ist aber ein Ström gegossen und übelst gewittert. Aber heute haben wir echt einen schönen Abend. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ja, dann zeige ich euch gleich nochmal schön die Aussicht von oben. Ist auch nicht eine allzu lange Wanderung. Ich glaube, das sind jetzt von hier angegeben waren, glaube ich, weiß ich gar nicht, 2 Stunden, 1,5 Stunden. Und letztes Mal war ich, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Von der anderen Seite habe ich, glaube ich, die Hälfte gebraucht von der angegebenen Zeit. Von der Seite weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich habe mich echt extrem an meine Schuhe hier gewöhnt, an die Badeschuhe. Also auch zum Wandern sind die, glaube ich, gar nicht schlecht. Vor allem, weil die Sohle auch mal ein bisschen dünner ist. Das ist auch ganz gut für die Füße. Aber man hat natürlich kaum Stabilität in den Schuhen. Das ist der einzige Nachteil, aber ich weiß nicht, auf solchen Wegen hier, der ist gut ausgebaut. Da sollte das auf jeden Fall gehen. Hier ist der Grünstein nochmal ausgeschildert mit angeblich 2 Stunden. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber wir werden ja sehen, wie lange ich brauche.
So, hier ist schon mal das Grünsteinhaus oder die Grünsteinhütte. Und hier hat man einen ganz geilen Ausblick. Schaut es euch an. Genial. Aber der Ausblick von oben ist noch besser. So, ich bin oben, Leute. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich gebraucht habe. Ja, okay, ich habe jetzt 50 Minuten gebraucht anstatt 2 Stunden. Das ist in Ordnung. Das lasse ich durchgehen. Und jetzt schaut euch mal bitte dieses Panorama an hier. Wie geil ist das? Leider ist es ein bisschen bewölkt. Ah, hier ist auch nochmal der Watzmann mit seinen 2700 irgendwas Metern. Geil hier oben. Also hier hat man echt einen schönen Blick über Berchtesgaden, beziehungsweise auch ein Stückchen über den Königssee, den zeige ich euch auch mal. Zumindest den Zipfel, den man sieht. Da vorne seht ihr ihn. Das ist der Königssee. Und da müsste der, oh, wie heißt der nochmal? Obersberg? Oh, ich weiß es nicht mehr. Also es ist keine lange Wanderung, aber ich komme jedes Jahr immer wieder aufs Neue hier hoch. Weil das ist einfach so eine entspannte Abendswanderung, so eine Stunde hoch, Stunde, na, eine halbe Stunde wieder runter. Gesundheit, danke. Ja, deswegen bietet sich das hier immer ganz gut an als erste Wanderung, so als Start in die Tour. Aber gut, diesmal war es ein bisschen später mit der ersten Wanderung. Oh, ey, das ist so genial. Alleine dieser Wald, wenn man sich mal hier diesen riesen Wald anguckt. Geil. Einfach komplett auf dem Berg. Richtig genial. Jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Das ist immer so geil. Bergab kann man immer so leicht joggen. Das ist deutlich angenehmer als laufen, also als normal gehen. Schon ganz geil. Und man kommt vor allem sehr, sehr gut voran. Und es macht vor allem auch sehr, sehr viel Spaß. Besonders wenn der Weg nachher wieder ein bisschen schmaler wird. Und mit den Schuhen geht das auch. Ich habe jetzt dann nur die Badeschuhe an. Aber das geht echt relativ gut. Aber ich mache jetzt auch nicht auf Tempo, ne? Also ich jogge hier ganz entspannt. Lass mich mehr so mit dem Weg treiben, sagen wir es so. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Ist aber auch gut steil. Man muss echt aufpassen, wo man hintritt. Aber sau lustig. Ich bin wieder am Parkplatz angekommen. Ich habe jetzt so 25 bis 30 Minuten runtergebraucht. Also so fast die Hälfte von dem, was ich hochgelaufen bin. Aber ich bin jetzt auch nicht durchgehend gejoggt. Das wird nachher auch irgendwann anstrengend. Ich glaube, ich werde morgen gut Muskelkater bekommen. Das ist so eine Belastung, die kennen meine Beine einfach nicht. Ich werde jetzt nochmal zum Königssee fahren. Da werde ich nochmal entspannt eine Runde spazieren gehen und mal gucken, vielleicht auch noch mal eine Runde baden. Je nachdem, ich denke mal, das Wetter bleibt so. Sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Zumindest sind die Gewitter oder Regenwolken weg. Sah vorhin so ein bisschen so aus, als ob gleich noch mal anfängt, aber zum Glück nicht. So, auf geht's. Hier rauf, um nix, Klick hoch, hinauf zum